Im Juni waren die Seher auf der Brunalm. Was war dort eure Aufgabe? Ja, die Aufgabe von der Freiwilligen Feuerwehr Falsch Ort war am Nachmittag, in die Nachmittagsstunden, die Einweisung auf den Parkplätzen im Ortsgebiet. Da waren wir ca. mit 17 Mann im Einsatz. Und am Abend ab 19 Uhr bis zum Ende vom ersten Brunalm Open Air waren wir mit 9 Mann im Einsatz bei einer Brandsicherheitswache. Ich habe gehört, es waren ja auch viele Kollegen vor Ort dabei. Es hat Ihnen also das Konzert recht gut gefallen? Das Konzert ist, was ich gehört habe, ganz gut angekommen. Hat schon eine gute Werbung gemacht für nächstes Jahr natürlich. Und wir werden die Veranstaltung nächstes Jahr natürlich auch wieder unterstützen und sind wieder live dabei. Du hast es schon richtig gesagt, nächstes Jahr kommt das Nockalm-Quintett. Ich glaube, da gibt es auch wieder einige, die da gerne mithelfen. Also ich habe das bei uns in die eigenen Reihen schon einmal rausgehört, dass sie die ersten schon für das einmal vorangemeldet haben, dass da nächstes Jahr bei der Brandsicherheitswoche wieder dabei sein werden, was uns als Feuerwehr betrifft. Aber natürlich werden genügend privat vor Ort haben sie und werden sie das Nockalm-Quintett anhören. Herr Bürgermeister, die Feuerwehr Veitsch wurde mit 500 Euro unterstützt für ein super Konzert von den Seern. Wie wichtig ist die Feuerwehr für die Veitsch? Naja, die Feuerwehr hat natürlich einen der höchsten Stellenwerte im Ort, natürlich für ganz St. Barbara, jede Feuerwehr, weil man einfach jeder von uns irgendwann die Feuerwehr brauchen wird. Hoffentlich nicht, aber wenn es gebraucht wird, dann ruckt es natürlich aus. Bei Einsätzen, aber solche Einsätze, wie wir es beim Seher-Konzert gehabt haben, Einsätze und Anführungszeichen, es war ein Parkplatzdienst, eine Hilfsbereitschaft, wo auch die ganzen freiwilligen Mitglieder mithelfen, die sich da zur Verfügung stellen und uns als Gemeinde und als Veranstalter unterstützen. Jetzt haben wir schon gehört, auch der Feuerwehr hat natürlich das Konzert sehr gefallen. Jetzt gibt es natürlich auch in Kürze wieder zwei Highlights, einmal im Dezember und einmal nächstes Jahr auf der Brunalm. Vielleicht erzählst du uns da ein bisschen was. Ja, wir starten in unsere Skisaison am 17. Dezember mit dem Ski-Opening und der Eröffnung von unserem neuen Brunalm-Zentrum mit der Hanna, mit einem freien Konzert am Nachmittag, wo wir natürlich jetzt schon alle recht herzlich einladen. Vorher natürlich Skifahren gehen und dann machen wir ein bisschen Après-Ski mit der Hanna. Am 10. Juni findet das zweite Brunalm Open Air statt mit den Nockis am 10. Juni. Auf das freuen wir uns schon sehr, weil es doch die Fortsetzung ist vom Seher-Konzert. Das erste war schon erfolgreich und ich glaube, das zweite mit den Nockis und mit dem Vorprogramm, was wir haben, glaube ich, wird das ein voller Erfolg und da erwarten wir uns wieder ein paar tausend Gäste. Und da ist wieder toll, dass die starke Feuerwehr uns unterstützt, uns hilft und da sind wir immer dankbar.